Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zur Vergesskuppel. Wieder 51 Seen müssen wir sammeln in diesem Kirby-Land. Ich habe noch versucht, es zu retten. Okay, ich brauche den Bohrer, wie es scheint. Komm her. Yeah. Ich weiß, wie die Bebenwelle funktioniert. Das muss mir nicht erklärt werden. So, den habe ich ultra vernichtet. Weg mit dem Müll. Tschüss. Einfach alles umgraben. Wird schon richtig sein. So, tschüss. War hier was? Nee. Da sind drei Pipos. Er wäre nochmal sicherheitshalber ein Bohrer gewesen. Ich glaube, bisher haben wir keine Seele übersehen. So, ich habe keinen Bock zu sterben. Easy. Wie schon keine keine Teile mehr übrig. Ich brauche doch bestimmt noch ein paar. Okay, ich muss sparsam sein mit dem Schuss. Weil ich baue da drüben auch noch mal Dosen. Aua. Yum, 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 yum. Ich habe irgendwo noch welche übersehen. Im Ernst? Wo habe ich denn noch eine übersehen? Ach, hier gab es auch... ich erinnere mich. Nochmal zurück. Oh, das war der Geheimgang, den ich damals gesucht habe, oder? Oder ist es jetzt ernsthaft nur die eine hier? Nee. Guck mal, Leute. Ich kann euch die ganzen geheimen Räume zeigen, die ich damals verpennt habe. Gesagt, du darfst schlafen. Oh. Wisst ihr, Leute, dann habe ich aber auch wenigstens nochmal so dieses Bedürfnis, nochmal nachzugucken nach diesen Geheimräumen, wenn ich sie eh schon verpenne. Und sie so oder so mitnehmen muss. So, ich nehme die Abkürzung. Ich muss sie nicht töten. Ich muss nur die da sammeln. Okay, ich brauche den Hammer. Komm her. Weg damit. Seine Seele habe ich mich durchgekämpft. Okay, Hammer Challenge. Weg.
Und da oben muss ich Eis zerdeppern. Kauft. Den Geheimgang habe ich gesehen, keine Sorge. Gehe ich auch sofort dran. Oh, ich brauche Feuer. Ich weiß ja, wie ich am Feuer komme. Ich muss das nur schnell genug hinbekommen. Oder ist hier ein zufällig nebenan Feuer? Ich muss halt diesen Schlag nutzen. Weil das ist auch Feuer. Aber das ist nicht so einfach. Weil ich das komischerweise auf diesen Blöcken nicht machen kann. So. Das hat jetzt keine 20 Minuten gedauert, das Ding mal endlich richtig zu treffen. Es ist so kacke, da genau drauf zu schlagen, ohne dass das Ding zusammenbricht. Das war wirklich schwer. Hilfe. So, weg mit euch. Oh, den Affen lasse ich mal kurz in Ruhe. Ich gönn mir. Nicht wecken. Brav, du willst ja immerhin auch ausschlafen. So, zweimal ein Booster, den ich mir gönnen kann. Komm bitte den Angriffsboost. Ah. Naja, wenigstens bin ich schneller wieder. Weg mit dir. Also wie gesagt, es war nicht Kacke im Sinne von, es war unmöglich da hinzukommen oder es war irgendwie eine Challenge. Na gut, es war schon irgendwo eine Challenge. Sondern es war einfach nur schwer, den genau richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Aua. Ja, komm. Brauche ich die Geschwindigkeit vom Igel? Ja, ich brauche die Geschwindigkeit vom Igel. Wer hätte das gedacht? Hätte niemand gedacht, dass ich den Igel so brauche. Aber man muss schon sagen, am Ende werden halt alle Fähigkeiten nochmal irgendwo gebraucht. Das finde ich so gut. Dass keine Fähigkeit ausgelassen wird. Tschüss. So, meins. War hier links nicht noch eine geheime Höhle? Oder habe ich das falsch im Kopf? Da ist auf jeden Fall noch was. Okay, hab alles. Nee. Autschen. Fange ich mit dem Igel überhaupt dagegen an? Ja. Ich glaube, ich habe genau den richtigen rausgepickt. Ich nehme an, ich brauche den Schützen. Komm her. Gott, so knappe Sprünge.
war die Kampfinsel, ich erinnere mich gerade. Ich erinnere. Ich habe Hühnerbeeren jetzt gegessen. Tschüss. Oh, alle Boss am Stück. Eek! Ich sehe schon. Das hole ich aus Screen. Da kommen nebenbei die Teile. Darauf achte ich doch nicht. Ich achte doch nicht, ob da nebenbei irgendwas vorbeifliegt. Oder der Schwert-Grobian war zu schnell tot. Das kann natürlich auch gewesen sein. Die dürfen nicht zu schnell sterben. Toll. Warte mal. Ah, okay, wir sind schon bei der Hälfte. Sonst hätte ich gesagt, eben kurz, ich mach nochmal von vorne. Komm her. Unten. Ich werde halt auch genau in ihn reingedrückt, ne? So, tschüss. Einer fehlt noch. Ja, den Dreifacher, den habe ich nicht, weil ich den einen verpennt habe. Ich habe nicht gemerkt, dass da überhaupt was durchgekommen ist beim ersten. Den hätte ich gebrauchen können, den Bumerang. Ganz bestimmt. Ja. Kann ich hier schwimmen? Ich hoffe es. Nein. Wenn, muss ich hinfliegen. So, darüber. Eine chillige Bootsfahrt. Da kann ich AFK gehen. Okay, ein Boot wurde zerdeppert. Und jetzt ist der Bumerang egal geworden. Wir sprechen nicht drüber. So, tschüss. Hier muss ich kurz anhalten. Mein Schiff ist zum Glück mitgefahren. Ich muss hier so oder so nochmal neu rein. Ja, drei fehlen, weil ich genau den einen verpennt habe. Nur deswegen muss ich jetzt nochmal neu rein. Das Gute ist, ich habe den Hammer jetzt beim Boss. Beim DDD-Boss. Mit dem Hammer sollte ich ihn instant finish können. Thank you.
Sehe schon, er hat viel mehr Kameraden. Er haut viel schneller zu als sonst. So, jetzt holt er seine Säulen. Seine Gordor-Säulen. Der muss ja irgendwie krasser sein. Ne, jetzt hat er seine richtige Säule. Eigentlich egal sein, wo der hinprügelt. So, tschüss. Wie der guckt. Und nur wegen einem einzigen Film muss ich jetzt das ganze Level nochmal machen. Toll. Na gut, ich würde sagen, wir machen dann hier Schluss für heute. Beim nächsten Mal gibt es die Wüste. Ich glaube, bis zum nächsten Mal werde ich auch die Fähigkeiten alle mal versuchen abzugraden, nach Möglichkeit. Weil es hieß in der Aufwertungswerkstatt schon, dass ich keine mehr hier drüber bekomme, sondern nur noch übers Kolosseum. Und da kann ich relativ schnell die Trophäen holen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!